Map-Kenntnis glänzt nicht, ne? Fahr mal da durch. Geradeaus. Links durch. Auf den Hinterhof. Als ob du das nicht kennst. Klar kommst du da durch. Setz mal nach hinten. Fahr da vernünftig durch. Zombie-Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play GTA 5 Online zusammen mit dem lieben Anime-Fan. Hallo! Hallöchen! Ich hab Benzinfässer vor mir. Mhm, nicht nur du. Ich auch. So, es ist Freitag, das heißt Phoenix Time, mittlerweile Numero 17. Oh yeah! Butz! Mein Schappe geht nicht kaputt, was für eine Scheiße. Wo ist der Vorkam? Kackte Punkt, ist denn auf dem Airport? Ja, hab ich mir auch auf dem Hochhaus, ach du mein Herrn. Ja, du musst genau das Hochhaus treffen, ist klar. Alles klar. Ist richtig. Hab ihn. Richtig, richtig langsam. Ja, ich weiß, das habe ich gerade gemerkt. Dann respawn ich mal, genau, weil ich muss ja irgendwie über die Kante kommen. Ach ja, ist klar. Achtung! Boom! Broms. Mindestens. Wir müssen. Ist es jetzt auf der Straße der Punkt oder? Nein, auch auf dem Haus. Komm, bitte! Boah, was ne Bitch! Ist das ne Scheißkarte? Ja, ist klar, auf die Suchhausnummer! Ja, bei Phoenix, der Typ ist übrigens auch ein Russe. Warte mal. Warum stehe ich jetzt falsch um? Ja, weil hier Rampen sind. Lol, sind wir Trottel. Ja, warte mal. Nee, da musst du sprungen. Langsam oder schnell? Der muss schnell sein. Du musst auf eine grüne Rampe. Komm, dann fahr. Ich hab's noch nicht gesehen, wohin du. Ah, okay, da unten. Ach du mein Gott! Ja, natürlich habe ich verkackt. Warum auch nicht? Nö. Der ist genau bemessen, der Punkt. Mhm. Okay. Jetzt die Frage, muss ich jetzt... Ich nehme mal den Speed von hier oben mit. Ich hoffe mal, zumindest mal, dass das die Strategie ist. Okay, mal hier ein bisschen über die Häuser tingeln. Fast eine Copy gemacht. Fast eine Copy gemacht, sagst du? Ja, aber es hat noch so geklappt. Okay. Oh ja. Hey. Ja. Lol. Okay. I see. Ich komme auf dumme Gedanken. Nein, nicht um die Uhrzeit, Anime. Hör auf. Ey. So, hör auf damit! Ernsthaft? Passen Sie auf, fahren Sie langsam. Ich weiß, oh komm! Fahr mal, du langsames Entchen! Dann schaffen Sie es auch. First Try, die Ecke ist ekelhaft da vorne. Ich werde. Ja, da gibt's keine Außen-Ding, das hier hilft. Nope. Alter. Soll ich mal anschieben? Nein! Komm! Komm. Hör auf mit der Scheiße, ernsthaft. Ich mach dir ein bisschen Angst. Ich hab Kacke in Hose, lass das. Das kannst du, die Reinigung, die kannst du dir nicht leisten, das ist eine große Buchse. Ich dachte immer, du hast ein Windel an. Ist ja kein Horrorgame. Soll ich das mal zum Horrorgame für dich machen? Nein. Du hast gar nicht, was ich vorhabe. Ist mir scheißegal, kennst du Avalanche? Weißt du, wie er jetzt gerade hier kommt, oder? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich hab Angst, aber böse. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Der nächste Punkt. Ist in der Mauer? Achso, müssen wir aufs Haus drauf? Ah, okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich darüber. Ja! Ja!
Ja! Klar. Okay. Ah, wollt ihr mich allen Ernstes da runterschubsen? Nein. Niemals, ne? Oh, bitte. Nö. Okay, ich dachte, es funktioniert rückwärts besser, aber tut's auch nicht. Funktioniert nicht besser. War nein. Auch erst, war wirklich auch mein erster Danke. Oh, bitte. Ey. Oh, hätte das geklappt jetzt nicht. Ja, jetzt. Das war meine, ich wollte dir helfen. Mhm. Das Problem ist ja bald immer seitlich ab, das Problem. Ja. Oh, nein! Aber irgendwie auch übertrieben schnell, ne? Also nicht so stokelhaft wie die meisten anderen Karren. Ne. Warte. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Plays. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob er einen Burnout macht. Hier. Die Kamera sich. Warte. Yo, er hat's. Jetzt nur die Frage, muss man wahrscheinlich aufs Haus drauf, würde ich mal behaupten. Oh. Halleluja, ist das ein Ding. Und jetzt? Ich hab seh nix! Ich hab's aber auch! Okay. Oh, warte mal, wir müssen Anlauf nehmen, okay. Müssen wir da aufs Haus runter? Ja, wir müssen aufs andere Haus rüberspringen. Nein, zu viel Speed! Nee! Mach keine Kacki. Ich hätte erst gesagt, dass ich schnell bin, aber ich war zu langsam. Was, dein Ernie? Okay, warte. Ja, wow, jetzt darfst du natürlich die ganze Scheiße nochmal fahren, ne? Ja, wie die Bank. Oh, fuck. Ho! Okay, ich bin auf dem Haus drauf. Ich hab die Wände als Führung so ein bisschen genommen. Ich dachte bei dem einen, das bremst mich ab, aber... Lol. Mich hat die Führung... Jetzt war ich viel zu schnell, fick dich doch. Nein, ich hab mich festgefahren. Ja, yippie. Oh ne, hab ich nicht. Ich konnte mich retten, aber... Gerade so. Nein! Boah, ist das... Die Bank ist so fies. Da passt... Okay, ich glaube, das muss so mit dem Speed, weil du da sonst gar nicht durchkommst. Kommt man da nicht lang? Ich habe übrigens schon zum vierten Mal über die Bank geschafft. Lol. Warte mal eben. Wo muss man... Nee. Phoenix, ist das dein Ernie? Müssen wir mit Vollgas da langfahren? Ich habe keine Ahnung. Digga, ich habe echt... Der Speed greift auch, wenn du links, sag ich schon, rechts daneben donnerst. Okay. Aber jetzt hab ich ein Problem. Aber meinst du vielleicht bei diesem Ding da vorbei? Ja. Scheiße. Jetzt komme ich hier aus der Nummer nicht mehr raus und darf alles nochmal fahren. Fick mein Nussloch. Ey, wie soll das funktionieren? Du musst dann die Rampe irgendwie nehmen. Mit dem Speed? Ja, ich denke schon. Also rechts hast du den Speed auch. Also irgendwie ausrichten vorher und dann passt das. Wie hast du das mit der Bank... Ah. Na, fuck, runterfallen. Wie hast du das mit der Bank so vernünftig jetzt hingekriegt? Einfach Halbspeed ungefähr gefahren, ein bisschen gelenkt dabei. Ja, stimmt. Jetzt war. Okay, danke. Nein! Nein! Diese Kamera ist nicht, wenn du auf der Bank sitzt. Ich war zu schnell. Das ist mir auch schon passiert. Der hat ja einen Zwischenpunkt nicht geschadet, muss ich echt zugeben. Ja, sehe ich auch so, weil immer über diese scheiß Bank rüberjuckeln. Aber wie gesagt, guck mal, jetzt mittlerweile mach ich das gut. Ja. Oh, bitte. Ja? Nein! Oh, bitte. Ach, respawn einfach. Genau wie letztens diese Scheißautos wir hatten. Alter, hör mir bloß auf. Im Stream meinst du, ne? Alter. Ja. Das muss ich den Losers mal empfehlen, dieses Auto. Die mögen doch solche Autos, hab ich mal gehört. Tja, Andres ist ja jetzt schon ins Bettchen gegangen. Der träumt schon von solchen Maps, Freunde. Ja, er meinte noch, oh, die leichten Maps und so.
Oh fuck, zu langsam. Wenn er dann diese Aufnahme sieht, der denkt, oh, zum Glück war ich im Bettchen. Im Land des Andrews Duschaum. Ich weiß aber auch nicht, was er sich bei dieser Karre gedacht hat, ehrlich mal. Na, gib mir ein anderes Auto hier. Jawohl, ganz ehrlich, ne, das ist jetzt echt meckern auf höchstem Niveau, muss ich echt sagen. Wow, 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 wow! Alter, das wär's jetzt gewesen. Holy shit! Oh, ich sehe so geil aus. Bitte was? Ich schaue mich gerade von vorne an mit meinem Auto, um den Reifenstand immer zu sehen jetzt. Und das Problem ist, sehe ich gerade. Okay, deswegen verkackt man ja, das werden wir jetzt weiterhin verkacken. Warum? Das Grüne geht immer weiter weg von dem Schwarzen. Okay. Das ist nicht gerade gebaut. Und schon wieder verkackt. Oh Mann, ey. Nee, Junge. Punkt 4 von 18. Boah, endlich wieder bei den Pfeilen. Mal bei dem Map hängen wir noch 2 Stunden dran. Na, ich hoffe mal nicht, ne? Wow, 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 wow! Alter! Und schon. Nee, jetzt hab ich wieder die Bankenprobleme. Oh, so, jetzt bin ich hier bei dem Weißen wieder. Ich bin nicht oft auf diesem Niveau, aber momentan diesen Map bringt mich zum Alt F4 drücken. Weil das einfach scheiße ist. Vor allem zu viel am Stück, meiner Meinung nach. Ja, hier wäre echt ein Punkt ganz geil. Das stimmt schon. Nein. So, ich bin wieder an diesem FIB-Gebäude. FIB, Quatsch. Hier, Life Invader. So. Ach, fick dich. Wieso baut man sowas? Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt häng ich wieder hier fest. Fick dich. Rette dich noch irgendwie. Oh, das wird richtig knapp, ne? Das wird so ultra close. Nee, fuck, das Ding geht immer weiter auseinander. Ja. Als ich hier vorne war, konnte ich nämlich genau sehen, was passiert mit dem Auto. Ich mach das auch gerade mit der Sicht von vorne. Aber so weit bin ich noch nie gekommen wie jetzt. Alter, Schritt für Schritt, ne? Tippe, tippe, tippe. Und wenn das hier 5 Jahre dauert, ne? Das ist mir egal. Ich hab keinen Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Also das kann ich auch für nichts garantieren. Ich hätte gerne eine Raketenwerfer, muss ich echt zugeben. Halt die Fresse! Oh mein Gott, das ist so ultra close. Ja, Hauptsache mein Charakter kratzt sich am Kopf. Der denkt sich auch, Alter, wie lange werden der hier noch hängen? Ja. Oh mein Gott, Anime, ich hab's. Du hast noch nicht den Punkt, also. Nee, aber ich hab diese Passage, Alter. Ja, ich hab wohl verkackt das auch irgendwo. Das wäre jetzt hart assi. Ich fahr jetzt hier richtig muschi lang, ehrlich. Und dann musst du dir einmal Gas geben, um eigentlich einen längeren Sprung hinzukriegen. Ey, dann raste ich aus, ne, ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Sprich, mein Kind. Nee, mal ernsthaft. Der hat da ein Straßenschild hingezimmert. Was nach... Wow, hi. Was da so nach links zeigt. Ich muss doch jetzt nicht allen Ernstes an der Schräge da langfahren, oder? Ja. Oh nein. Obwohl, ey, das geht. Alter. Oh mein Gott, Anime. Das geht ja voll buddersmooth. Ich hab den Punkt. Ja, wenn ich jetzt verkacke, bin ich wirklich Alter 4. Warum? Jetzt chill doch mal. Ich hätte nicht nochmal Bock auf diese Kacke hier. Ich muss den scheiß Alter 4 Counter einbauen, glaube ich. Ne, brauchst du nicht. Wenn der 4 verkacke, bin ich raus.
habe keine Lust mehr auf dieses scheiß Konzentrationselement hier. Ja, mach richtig langsam. Ich habe das auch ultra lahmarschlich gemacht. Ach geil. Jagt uns jetzt hier durch. Cool! Das hier ist so überflüssig wie Flossen an einer Ente. Schrauben wir hier schon mal ganz entspannt den Weg frei. Hast du es? Nein, ich hab verkackt und jetzt ist Alt F4 Sache. Am Arsch. Ach, da lang. Okay. Oh nein. Ah. Okay, also das ist cool hier. Das ist nee. Nice gemacht. Naja, nee, er baut nichts Cooles. Doch, tut er, eindeutig sogar. Die nächste Map scheint übrigens eine Wallride-Map zu sein. Das ist dann ja schon eher dein Metier. Ich hasse Sachen, wo kein klarer Weg erstmal zu erkennen ist. Wieso? Man sieht doch, wo man lang musst. Man sieht's doch. Überall, wo du lang musst, man sieht's. Nein, hier sieht man das nicht. Findest du? Ja, hier ist nichts. Er hat Straßenmonter und da ist nichts. Da ist ein Stoppschild, okay. Aber sonst. Aha, du hast es also doch. Ja, dann guck mal nach hinten. Also hier ist nichts. Also hier sind keine Auffahrten. Als ob. Als ob. Also ich würde sagen, ja. Das sollte in der Weltbewerbung bei mir muss ich ehrlich sagen abzugeben, weil du siehst nicht. Ich sehe den Punkt da oben. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Also, ja. Einfach nach hinten fahren? Guck doch mal nach hinten. Da ist eine scheiß orange Rampe, Mann. Hier ist keine orange Rampe, Junge. Doch, Mädchen. Jetzt reg dich mal ein bisschen ab. Wo bist du? In meiner Kamerasicht. Wenn du hier eine orange Rampe siehst. Alter, wo bist du? Auf der Straße unten, immer noch. Alter! Map-Kenntnis glänzt nicht, ne? Fahr mal da durch. Geradeaus. Links durch auf den Hinterhof. Als ob du das nicht hier kennst. Komm ich durch. Klar kommst du da durch. Setz mal nach hinten, fahr da vernünftig durch. Junge, was ist das denn für ein Scheiß hier? Dann nach rechts, um den Pool rum und dann folgst du den Rampen. Wenn du oben dann das Stoppschild hast, bei dem Stoppschild nach dieser orangenen Rampe und da dachte ich, wärst du schon, musst nach rechts fahren. Lol, Hauptsache du standst auf der Straße rum. Ja, ich sag da es nicht offensichtlich ist. Und das ist für mich negativ. Also ich hatte es sofort gehabt, also. Ja, sorry. Das Geld dann ja, aber also, so war es nicht offensichtlich für mich. Negativ. Interessanter ist der Scheiß jetzt, den ich ja machen muss. Dass man hier drauf fahren kann, hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Ja, ich hab ein bisschen noch hin. Ja, ist klar. Ja, gut. Ist klar. Das ist geil. Ja, moin. Ist absolut richtig. Mindestens. Was soll das denn? Das ist auch so überflüssig, meine Herren. Ich find's cool gerade. Oh! Da ist die nächste Rampe, muss ich rüberspringen. Aber hä? Ja, Richtung Balkon. Dass man da drüber fahren kann, ne, ist ultra cool. Aber ich. Ah, da. Gut, okay. Den haben wir. Er zwar. Ist er von links da unten oder links rein? Ich weiß. Lol. Oh, hier können wir den lieben Andres grüßen. Hä? Muss ich. Der Punkt ist. Okay, muss ich wahrscheinlich so fahren. Fuck. Ich glaube, den kriegen wir auch so. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Ach komm, echt jetzt? Als ob er den Scheiß hier dicht gemacht hat. Okay, respawn. Okay. Hm.
Ich hab ihn ganz falsch. Okay, da. Das ist cool. Also das hat er toll gemacht. Gefällt mir. So. Ja, ist richtig. Ist absolut richtig. Warum baut man sowas? Tja. Naja, macht halt immer Abwechslung in seine Maps dran. LOL. Danke. Siehst du, das dicke Engine kommt ohne mich noch zu durch, Freunde. Ah, unsichtbar, ja, moin. Ja, aber da hast du ja eine Kante gesehen. LOL, wo jagt der uns da überall durch, Mann? Okay, das Tor ist zu, dass wir durch den Hinterhof müssen erfahren. Ja. Die Frage ist, wo hier lang? Ah, hier wüsste ich jetzt auch erstmal nicht weiter, aber. Arsch, das ist Eckeentchen. Aha. Das Tor sagtest du aber zu, ja? Ne, da ist eine Barrikade vor. Sag mal, kann er drüber fahren, was ich nicht glauben kann. Wobei, geht eigentlich alles. Hm? Ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Nee, da kommst du nicht drüber. Glaube ich nicht. Das ist wie irgendein verkackter Weg. Nee, also das ist nicht der Lösungsansatz. Ah, was ist denn da? Ich hätte euch so rumfahren. So rumfahren. Aha. Juhu! Ich hoffe, das war richtig, wo ich gelandet bin, aber es flipp ich aus. Oh nein! Oh, ich hab den Sprung verkackt. Ich bin auf der Hecke gelandet. Geht das so da auf? Ja, es geht auf. Geht das so auf? Ja, es geht auf. Junge, was ist denn das für ein Wahnsinn? Ja, ist klar. Ich fahre hier durch eine Garage durch, wo ich durch die Hintertür raus muss. Lul. Ja, ist absolut richtig, Phoenix. Oh nein. Wie, oh nein? Oh nein, klingt immer nicht gut. Oh, Scheiße! Oh je. Oh! Alles von vorne. Bist du im Pool gelandet? Oh, ist das assi, Alter! Oh mein Gott! Ist das asozial! Darf kannst du jetzt warten. Ja! Ey Junge, du denkst, da ist normal Garten, springst einfach rum und dann ist da so ein Assi-Pool. Ja, über diese Bonzen mit ihrem Reichtum. LOL! Ne. Dass du ja also wieder am Stück fahren musst. Ne, Alter. Ne, Alter. Oh mein Gott. Was ist das? Halleluja. Was ist das? Warte mal, so was. Wieso weiß ich, dass die Rampe nach rechts abspringen muss? Naja. Ich habe links und rechts Platz, aber er bewegt sich null. Ja, super. Ja, kann man mal so machen? Also. Das dicke Entchen, Freunde. Das dicke Entchen steckt fest. Das ist echt zu dickes Entchen, Freunde. Da fahr ich alle außen rum. Hallo, ey! Dein okay, außen rum. Hat er zugemacht oder was? Ne, das ist eine Grundhecke. Oh mein Gott, ich hab mich freigefahren. Siehst du, ich hab ihm geholfen, Freunde. Alter, ich dachte gerade, mein Reifen brennt.
Alter. Was? Oh Gott. Das ist richtig, richtig knapp bemessen. Kommst du durch? Nur noch mein dicker Arsch hängt gerade fest. Ich guck mal, dass ich dich irgendwie anschubsen kann. Na, da werde ich wohl nicht durchkommen. 2000 Jahre später. 1000 Jahre später kann man hier schon einblenden. Die eine Kante habe ich dir schon. Ja, du brauchst deine Reifen, du hast keine Traktion. Ja, respawn mal. Und jetzt fährst du richtig nice die Reno an. Nee, warte, ich weiß nicht, wie weiter reinkomme. Okay. Werde mich mal erst ausrichten. So ist der Reifen. Kann ich bis hierhin zurückfahren? Siehst du, dann komme ich schon mal bis so weit rein. Yeah, oh. Finally, Alter. Teamwork, Alter. Das werdet ihr auch hier auch nicht so oft sehen, ne? Dass alle Mefan und ich jetzt hier so krass zusammenhalten. Naja, wir haben noch nicht die anderen Punkte gesehen. Das ist ziemlich viel Rumfahrerei gerade on the street. Okay. 12. Aber jetzt einfallslos. Da oben scheint noch was zu kommen. Ach, scheiße, ja. Wir fahren jetzt rauf zu diesem, weiß nicht, was das sein soll. Observatorium? Nee, Observatorium ist woanders. Dann nehmen wir das Museum. Ist irgendein, keine Ahnung. Ich nenne es Entenmuseum. Entenmuseum. Oh, oh, okay. Alles da. Wieder ein kleiner Parcours durchs Haus. Am Haus lang, aber das finde ich persönlich ganz nice. Muss ich sagen. Hier hat er auch ein bisschen großzügiger gearbeitet mit den. Mit dem Platz. Nein, mach keinen Scheiß. Okay, man sollte nicht auf der Rampe stehen bleiben. Nee. Hätte ich auch sagen können, Tatsache, aber. Ich dachte, ich wollte mich genau gucken, wo dieses, wo der Weg ist. Ja, genau den gleichen Scheiß habe ich auch gemacht. Jo, jetzt war First Try. Fast bei dem Wörtchen First Try verkackt. Wow! Alter. Das war nach Speed auch so schnell wieder, oder? Nee, da war kein Speed, aber den musst du haben. So, dann geht's hier lang. First war mit Highspeed gerade hier gefahren. Wo ist denn der Punkt? Muss ich jetzt hier rüber? Das kann nicht sein Ernst sein. Doch, es ist sein Ernst. Natürlich ist es sein Ernst. Okay. Läuft. Hui! Zack. Da haben wir den nächsten Punkt. Oh, lol. Da fällt ein Entchen, Freunde. Mhm. Ich hab anders noch was kürzer gewesen, was ich gemacht habe. Wow, was? Wo lang? Heil noch nicht ganz raus. Wahrscheinlich hier drüber oder so. Alter, da kommst du nicht hier hoch, oder? Musst du, glaube ich, auch nicht. Ja, hier hat er eine Rampe verbaut. Oh ja, GG, Alter. Der hat hier eine Rampe. Dann musste irgendwie hier runter. Und dann hat er da nochmal eine Bank. Ja, aber über. Nein. Ne. Vorpunkt. Ne. Einfach ne. Achso, da. Und. Oh ja. Ist mir so scheißegal, ich hab mir den Punkt jetzt da von unten geholt. Unterhose auf dem Kopf. Ja, also Unterhose auf dem Kopf am Arsch. Nee, ernsthaft, kannst du ja so von. Voll, wer kennt die Regel? Unterhose auf dem Kopf gescheatet, oder? Wow! Jetzt fangen du nicht auch noch an wie die Losers hier, ja? Wie oft müsstest du dir dann eine scheiß Buchse auf den Kopf ziehen? Ja. Oft. Aber was genau ist jetzt dein Auftrag? Ja, Junge, dieses Auto ist so scheiße. Ja. Was ich verstehe mal, ist das hier oder das, was wir letztens hatten? Das, was wir letztens hatten. Eindeutig. Nein, das finde ich besser als das hier. Dieses Auto hier ist einfach nur. Ne. Als ob man ein Entchen reitet. Pff. Nichts gegen Entchens. Oh, wahrscheinlich hier rum. Oh. Nein. Ja, nee.
Das ist echt, wieder so viel Glück hatte. Getan, ne? Ich habe eiskalten Stampelt. Ah, jetzt nein. Geht's. Ach, jetzt das Spiel verlassen. Er hat mich rausgeschmissen. GG. Grand Theft Auto 5 wurde unerwartet beendet. Dein Ernie? Wow. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Oder Rox ist ernst, sagen wir mal so. Ne, dann lass es jetzt Feierabend machen. Das ist schon wow. Ne. Bei dem anderen Scheiß wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Danke. Danke dafür, GTA. 49 Minuten verkackt. Time waste. Ja, herrlich. Kotzen. Rockstar ist... Wow. Vor allem warum? Nee. Vor allem, wir haben ja schon das Ziel gesehen, als du hier rausgeflogen bist. Ja. Hörst du das jetzt noch weiter? Ich wollte nur mal gucken, was noch so kommt, aber das ist ja ein reines Labyrinth hier. Ja, aber wenn du es hast, ne, dann schick mal für das Ende wieder rüber, Butz. Wenn ihr jetzt hier nicht. Du bist durch das Labyrinth schon wahrscheinlich schon durchgekommen, oder? Ich bin diese Treppen gefahren. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber bei den Treppen ist er dann abgekackt. Ah, hier ist auch was abgesperrt, okay. Also, wenn was abgesperrt ist, würde ich sagen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Hm. Ich kann dir gleich sagen. Okay, ist abgesperrt. Ich würde sagen, du musst definitiv die Treppen hier hoch, oder? Die Treppen. Ja, fährt das Auto. Ja, moin. Ja. Ich glaube, eine Schnecke kommt schneller die Treppen hoch als dieses Auto. Ey Junge, ich fahre gerade die Treppen hoch. Ey Junge, das ist doch. Ja! Ist klar. Die Treppen machen übrigens richtig erst der Punkt oben drauf. Okay, ja, GG, ne? Booster durch den Container durch? Ja, dann musst du mir unbedingt das Ende rüberschicken. Wenn ich es schaffe. Ich muss hier gerade Highspeed fahren. Mit dem Auto durch Container und jumps alles durch hier. Ja, moin GG und so, ne? Da war ich zu hoch. Okay. Ist klar. Ist klar. Das ist sowas von belastend, Alter. Ja, das war ja nicht mehr viel gewesen. Ich hätte nur diese 2-3 Sprünge hier und dann. Ja, dann mach Rest. Weil ganz ehrlich, das? Ich würde das zu gern noch verwerten, weil warum nicht? Ja. Überdreht. Ich hoffe, ich kann hier wieder anfahren. Drück die Daumen. Das ist zumindest sehr lang, die Strecke und da unten Speeds. Deswegen würde ich behaupten, man könnte hier anfahren. Das Problem ist halt nur mit dem Auto Vollgas durch den Container. Naja. Ich war zu schnell. Man muss wirklich anhalten, glaube ich, dann hier. Ich weiß es nicht. Aber eine Typ steht genau andersrum im Winkel her. Ja, GG und so. Weil die sind alle gleich hier. Da sieht man, man kann ohne Probleme durchfahren. Ist das belastend. Ja. Na, das regt mich wirklich auf, weil sie so kurz vorm Ziel. Danke dafür, Rockstar, ne, an dieser Stelle. Also ganz ehrlich. Erster Platz, richtig verdient! Hat das geschafft? Ja, der zweite Sprung muss wirklich einmal abbremsen, dann war es einfach. Alles klar. Dann kriegst du das Ende zugeschickt. Danke dir.
Oder ja. Nee, heute, besser gesagt. Pff, ja, mach. Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich zocke übrigens gerade Agario. Jemals nochmal an mich. Das ist sowas von Belastendes. Egal, komm. Damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt den Kanal vom lieben Anime-Fan aus. Oder vom Agario-spielenden Entchen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöbede und einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Don't